weiter geht's heute mit der nächsten Mission. Und zwar dürfen wir uns wieder aussuchen, ob gut oder böse. Wir werden natürlich die gute Mission nehmen. Mit unserer neuen Kraft. Ja, hier rechts von uns, da sind immer noch die Engel unterwegs, so ein bisschen. Die wollen ja auch noch ein bisschen mitspielen. Die ja jetzt mittlerweile zu unseren Freunden zählen. Hab ich keine. Ich bräuchte mal wieder ein bisschen Kraft, ne? Neon. Ich brauche Videokraft eigentlich. Ja, die ist oben, ne? Gut ist. Ich kann immer mal wieder Hilfe. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen sprayen. Wir müssten auch mal wieder weitermachen, immer mit den Vierteln. Dass wir die irgendwann mal erobern. Liebe Leute, es kann irgendwann sein, dass demnächst mein YouTube-Kanal ein bisschen gestoppt wird, weil ich einen Umzug habe und ich weiß nicht, wie schnell ich wieder alles zum Laufen habe mit Internet und so. Seht es mir bitte nach. Das kann sein, dass es mal so eine Woche kein Video gibt für euch. Und so schnell wie möglich versuche ich wieder natürlich wieder alles aufzubauen, einen Start zu bekommen und. Seht es mir ein bisschen nach. Schönes Bild. Berge von dem blauen Himmel. Eine Spraydose in der Hand verschönert jede Wand. So, Schablonenkunst abgeschlossen. Aber wir wollen ja noch ein bisschen Mission machen, die zwar da unten sind. Wir machen weiterhin aber gute Missionen. Also wie gesagt, nochmal nicht, dass wir... Wir werden von unserem guten Weg nicht abweichen. Die Engelschar. Eugene, mach auf, ich bin's. Hey, Delton. Du verlässt das Clubhaus? Ja, ich bin bereit. Lassen wir es krachen, Mann. Nein, lass du es mal krachen. Ich bleib im Hintergrund. Bitte was? Ah ja, getarnt. Ah ja. Tarnt. Also, Tarnkappe, wie ist der Plan? Weißt du noch, wie wir all diese potenziellen Bioterroristen befreit haben? Naja, ich erinnere mich an eine Einmann-Rettungsaktion, aber red weiter. Wie es aussieht, hat diese Akula-Gang sie zusammengetrieben und hält sie auf einer Baustelle fest. Sie wollen sie dem DOP zurückverkaufen. Toll, warum holen wir sie dann nicht? Keine Angst, ich schick dir meine Freunde zu Hilfe. Und mit Freunde meinst du hoffentlich eine Armee von Erzengeln und nicht Melvin und Lenny aus deiner Rollenspielgruppe? Ich bin in keiner Rollenspielgruppe. Ah, Eugene, im Ernst, Mann. Werd mal lockerer. Gehen Sie. Gehen Sie zur Baustelle. Okay, ich bin da. Wo sind deine Freunde? Unterwegs. Aber du musst dir die Baustelle von innen ansehen. Die haben's nicht so mit geschlossenen Räumen. Engel mit Klaustrophobie. Toll. Muss ich noch was über meine Verstärkung wissen? Wasser ist auch nicht so ihr Ding. Na, dann sind wir schon zwei. Ich muss mich gerade wieder ein bisschen rausziehen, mal. Dass sie nichts aushalten, Jungs. Wir müssen jetzt mal hier unten mehr machen und dann Step by Step vorarbeiten.
Ja, oh, einer muss hier noch immer rumlaufen. Die OP habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf. Uiuiuiui, die hab ich aber. Das ist eine Baustelle. Ein Helmtrag. So. Scheiß die OP, Alter. Kann die Idiot jetzt auch noch mitmischen? Leg mich doch im Arsch. So, jetzt kann ich kurz wieder die Kräfte wechseln. Jetzt holen wir uns mal die komischen Heinis da oben. So. Haben wir sie jetzt alle oder sind da jetzt irgendwie noch ein paar Schwachmaten unterwegs? Wie gesagt, dann war das gut, dass ich mir die Kräfte jetzt ein bisschen einteilen kann. Wir kriegen sie aber einen, komm. Ich vermute, dass hier nochmal ein kleiner Haufen steht. Aufzüge würde ich suchen.
Aber die Frage ist, wie kriege ich die auf? Ist wieder was zum. Zum Öffnen, aber ich weiß nicht. Ja, lecker. So, gut, okay. Also müssen wir doch wieder runter, oder was? Ich sehe gerade keinen potenziellen Eingang. Ah, muss ich doch wieder einen runter oder was? So, nehmen wir mal das Auto mit. Also, Aufzüge, die suchen auf jeden Fall. Das ist klar, aber wo? Welche? Also. Die müssen ja doch oben sein, oder nicht? Sind das nicht die einzigen Aufzüge, die wir haben? In dem kompletten Ding? Oder sind doch runter? Ich habe keine Ahnung.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die eigentlich... Also ich gucke jetzt hier gerade um. Ich habe echt keine Ahnung gerade. Such weiter. Wieso nicht? Wenn ich schon hier bin. Okay, jetzt verstehe ich das ganze Ding auch. Wir müssen uns erstmal auf jeden Fall frei machen. Okay, gut. Jetzt verstehe ich nämlich das ganze Ding jetzt auch gerade. Zwei geschafft. So. Sind die jetzt doch oben oder was? Na gut, da gehen wir nochmal hoch. Schade, ich hatte bis gehofft, dass ich jetzt nochmal hochkomme. Schon geguckt. Dann gehen wir nochmal einen hoch. Verdammt, die Akulas wissen, wie man jemanden versteckt. Oh, warte, ich höre Hubschrauber, Mann. Geh rauf aufs Dach. Da holen ein paar DOP-Hubschrauber Frachtcontainer ab. Da sind bestimmt die Conduits drin. Einfach auf wackelige Container drei Stockwerke über den Boden. So ein Spaß verpasst man, wenn man im Hintergrund arbeitet. Wenn du auf einem Container bist, zerstöre die Winde, mit der am Hubschrauber hängt. Meine Engel fangen die Container dann auf. Guter Plan. Aber bitte, schieß nicht auf die Engel. Denn nur durch sie kommst du an die Container heran. Ich mach das mit der Neonkraft. Jetzt glaube ich am einfachsten, wenn ich jetzt so hochkomme. So kann ich versuchen, auf die Container zu springen, von oben, auf dem Dach. So, sowas nochmal. Die müssen hierher. Dann kann ich versuchen. Jawohl. Kein Quatsch, ich bin genial. Hey, Engel, Vorsicht! Gut, Nummer zwei. Sorry, ich werde mir jetzt mal die Jungs hier befreien, noch schnell. Aber coole Mission, definitiv.
Die sollen eigentlich mal hierher kommen mit dem Container. Das ist das Problem, ich komme nicht hin von hier. Ist da so ein Thema? Da. Nein, zu kurz. Der war zu kurz, fuck. So, wo ist der Heli? Da. Scheiße! Der war da dran! Na, dann machen wir heute nicht alle Container. Dann machen wir den Rest nämlich in der nächsten Folge. Dann machen wir den jetzt auch und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ist der Typ. Das ist Chasseli. Ja, das ist gerade ein Problemchen. Ich komme jetzt gerade nicht da. Nicht nur die, jetzt mischt sich die. Jawohl. Oh, tschüss. Und wie angekündigt geht's mit dem Rest in der nächsten Folge weiter.